Ich habe mit Laris gesprochen. Er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Der große Laris in meinem Laden? Dass ich das noch erleben darf. Ja, ja, bleib mal auf dem Teppich. Danke, Mann. Hier ist das versprochene Gold. Wundervoll. Ja, stimmt, hatte ich ganz vergessen, dass wir das auch noch machen müssen. So, mittlerweile ist dann auch der Ork wieder aufgestanden, der Gunok. So, mein Freund, wie sieht's denn jetzt aus? Nö. Ach, Mann, dann machen wir das halt selbst. Vielleicht. Mal schauen. Ich erledige den Druidenturm. Wir können sie erstmal annehmen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wir nehmen sie erstmal an und schauen dann, ob wir wirklich dann den Druidenschlachter spielen hier oder nicht. So, und jetzt müssen wir uns erstmal um Ivan kümmern. Insofern wir den dann finden. Ach, stimmt, hier können wir das... Ah, hier können wir petzen gehen, das ist aber schön. Einer der Sklaven handelt mit geklauten Artefakten. Wer? Wie ist sein Name? Hamiel. Das ist doch nur ein kleiner Fisch. Dahinter steckt einer der Alchemisten in der Stadt. Geh und finde heraus, für welchen Alchemisten Hamiel arbeitet. Och, muss ich jetzt nochmal zu dem hinlatschen? Na gut, wir müssen ja sowieso in die Richtung. Das Blöde ist bloß, ich weiß nicht mehr, welche Richtung das war eigentlich. War das da? Ja, das sieht gut aus. Das scheint mir die richtige Richtung zu sein. Wir sind bloß Söldner. Genau, da ist die Arena. Wunderbar. So, der Hamiel war ja, glaube ich, drüber über der Arena. Hier, Agenak, wir haben gleich noch... Nee, nicht der Agenak. Aber mit irgendjemandem von euch habe ich gleich noch ein Date. So, ach, das ist ja... Hä? Also muss ich die Alchemisten befragen, ob sie was mit Hamiel zu tun haben. Geht klar, werden wir aber nicht jetzt machen, denn jetzt werde ich erstmal mit Gembak zusammen aufbrechen. Lass uns Ivan aufmischen. Und Ivan den schrecklichen fertig machen. Wir werden zusammen kämpfen. Der gottlose Söldner Ivan ist irgendwo im Norden von Gelder. Führe mich. Komm mit, ich zeig's dir. Sehr gut. Ab geht er, Peter. Husa. So. Hier, ich weiß es nicht, ne? Nur so nebenbei zugeworfen. Ja, es gibt ja eigentlich bloß zwei Alchemisten, die es sein könnten, oder? Einmal der Alte, der sich sowieso nichts merken kann, und dann der dumme Marius. Also eigentlich, ja, eigentlich nur der Marius. Ich meine, der Alte, ja, der kann sich ja sowieso nichts merken. Von daher können wir den wohl außer Acht lassen. So, und jetzt machen wir ja erstmal ein bisschen Hackfleisch aus Mensch und Goblin. Oh, du Sau. So, und weiter. Komm, keine Müdigkeit, Vorschützen. Da kommt ja noch einer. So. Du stehst nicht mehr auf. Ich glaube, ich könnte auch einen Ork synchronisieren. So, wie weit ist es noch? Gembok. Ich kann nicht mehr. Sind wir bald da? Oder oben ist das Lager. Okay, ich meckere nicht mehr rum. Wir sehen es ja schon. Das ist ja schon mal schön. Ah, da kommt auch schon der Erste. Ist ja knuffig. Leichter Bandit. Oh, die Säcke. Ja, fett die Beine weggesäbelt. So, mein Freund, schieß. Haha, ging daneben. Ein guter Kampf. Yeah, was für ein guter Kampf. Wir sind so gut. Wir sind so ein tolles Team, mein Freund. Ich trinke mal lieber einen Heiltrank. Das geht schneller in dem Fall. Ich will ja unserem orkischen Freund hier nicht den ganzen Spaß lassen. Erstmal gehen wir hier rüben. Hallo, Gembok. Gembok, Gembok. Hier werde ich helfen. Danke, Gembok. 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 Hallo. Großer fetter Trottel. Oh, Hack. Hackbraten. Ja, geht doch. Ja, jetzt schlag auch mal. Los, schlag. Sehr gut. So, und ich nehme den hier vor. So, wunderbar. Jetzt kann ich dir helfen. So geht das, mein Freund. Warum kommst du denn nicht gleich, Mensch? War das schon alles? Ja, ja, ja. Ich hab's ja auch schon mal aufgewärmt für dich hier. So macht das doch Spaß. Oh, 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 oh.
Ich verstecke mich gleich mal hinter meinem Schild. Und da ist auch schon Ivan der Schreckliche. Oh. Komm schon. Der und sein blöder Schild hier. So. Gibt's einen Abflug? What the fuck? Na warte. Niemand piekst mir mit seinem Schwert hinten im Bauch. Komm schon, steh auf, du feiges Schwein. So geht das. Und jetzt bist du dran, Ivan. Jorr! Ja, genau. Ja, haben es geschafft, mein Freund. Was für ein Theater! Kannst du laut sagen. Ivan ist tot. Gut, dann werde ich weiter in der Arena kämpfen, bis ich wieder eine Gelegenheit bekomme. Ehre und Stärke, Mara. Lebt wohl. Ehre und Stärke, genau. So, dann werden wir uns jetzt mal hier an denen bedienen. Rocktar, mein Freund, geh mit Gott, aber geh. Oder geh mit dem Schöpfer, wie auch immer. Jetzt haben wir ja hier wieder schön Waffen, die wir einsammeln können. Das ist ja ganz wundervoll. So, hier drüben ist jetzt nichts mehr. Kann man jetzt schön klaui-klaui machen hier. Aber welche Mine hat er denn jetzt hier bewacht? Eigentlich gar keine, oder? Da steht er, stand er hier bloß nutzlos auf dem Berg rum. Halt! Halt! Ich will doch noch den Ivan beklauen. Ring der Ausdauer braucht kein Mensch. Können wir verkaufen. Naja, was soll's. Leichter Bandit finde ich auch super. So, haben wir denn hier auch mal eine Kiste oder sowas? Keine Kiste? Ist ja lame. Na gut. Dann nehmen wir die restlichen Leichen auch noch raus. So viele können es ja nicht mehr sein. Und dann werden wir mal hier so ein bisschen die Dingens abklappern. Hier die Minen. Denn wir haben ja noch einiges einzusammeln, glaube ich. Ich glaube, es könnte auch nicht schaden, wenn wir dann mal was trinken. Denn so gut sieht es nicht mehr aus. Oder wir essen was. Ja, wir essen was, genau. So ein bisschen Fleisch mal wieder. Das kann nicht schaden. So ein kleines Schnitzel und so, ne? Wir machen mal eine kleine Grillrunde hier. Auch wenn unser orkischer Freund jetzt schon wieder gegangen ist. Wir grillen einfach mal eine Runde. Dann essen wir eben alleine. So. Sehr schön. So, weiter geht's. Nur mal kurz, ja, könntest du mal hier so zur Orientierung. Da ist Geldern, alles klar. Dann gehen wir jetzt nach Geldern wieder. Beziehungsweise wieder auf den Weg zurück, denn uns wurde ja gesagt, wenn wir dem Weg folgen nach Norden, dann kommen wir bei der einen Mine raus, die wir säubern sollen. Und das können wir doch dann mal ganz fix hier noch mit erledigen. Das wäre ja nicht das Problem, ne? Ich fühle mich etwas unter Druck gesetzt von der Musik. Da haben wir auch den Grund, ist alles klar. So, mein Freund. Du auch noch? Komm schon, komm schon. Komm schon, kämpfe, kämpfe. Kämpfe wie ein... Ja, auf der Goblin oder so. Ja, insofern Goblins Ehre haben können. Ha, Husa, ha, ha, ha. Ich speichere mal. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ausgehen könnte. Aber wir können es ja mal probieren. Hallo, kleiner Golem-Freund. Bleib mal stehen, Mensch. Au. Das hat wehgetan. Aber der lässt sich ja... Ach, der lässt sich ja gut bearbeiten. Das ist ja überhaupt kein Problem. Du hast da was verloren. So hat zwar ein bisschen Leben gekostet, aber wir haben 320 Erfahrungspunkte gekriegt. Das ist doch schon mal was. So, Brot, Suppe. Mensch, der Eintopf. 40% an Lebenspunkten zurück. Wow. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich mit Brot machen will hier. Das könnte etwas dauern. Stellt euch mal auf so eine 20-minütige Essenspause ein hier. Danach geht ihr doch mal aufs Klo und dann reiten wir los.
Klicker, Klicker, Klicker. Ich ziehe das jetzt durch. Das müsste jetzt überleben. Das ist halt so. Aber wir haben es ja gleich geschafft. So. Oh, alle. Wir haben kein Brot mehr. Uns ist das Brot ausgegangen, meine Freunde. Müssen wir mal wieder beim Bäcker vorbeigehen. Mal schauen, ob einer auf dem Weg liegt. So. Ist diese Höhle gemeint hier? Könnte sein. Probieren wir es mal. Am besten ohne Gehacke. Jetzt kommt bestimmt langsam wieder die Hitze durch im Rechner. Naja. Kann man nichts machen. Ahaha. Kann man nichts machen, wollte ich sagen. Und schon steht einem der Minecrawler im Gesicht hier. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie was gegen Minecrawler. Die sind so starksig und insektoid. Das ist sowieso schon mal so eine Sache. Mit Spinnen habe ich überhaupt keine Probleme, aber wenn es so insektenartig ist, dann doch irgendwie schon. Vor allen Dingen, wenn es so große, starksige Beine hat. Ich finde ja 100 Füßer ganz, ganz widerlich. Die haben ja auch sehr starksige... Womit denn? Haben wir keine Hacke? So ein Mist. Ganz starksige Beine, wollte ich sagen. Mach mal Licht hier. Hier muss doch mal irgendjemand für uns eine Hacke haben, oder? Gibt's hier keine Skelette oder so? Keine Skelette? So ein Mist. Naja, gut. Dann eben ohne. Uzi, tuzi, tuzi, du. Kommt, ihr kleinen Minecrawly-Ballies. Ah, wenn noch mal mehr, wird immer schlimmer. So. Schlägst du jetzt in Zeitlupe zu hier? Ach, Junge. Wie viele sind denn das? Ist ja widerlich. So, da waren es nur noch zwei. Und ich habe einen im Rücken. Das ist ja ganz wunderbar. Ganz famos. Ich liebe es, wenn Leute in meinem Rücken stehen. Aber der ist so freundlich und wartet, bis er an der Reihe ist. Crawler mit Manieren. Zack, das war's für dich. So, da haben wir die schon erschlossen. Das ist ja ganz easy peasy gewesen. Und trotzdem hätte ich gern noch irgendjemanden, der eine Hacke hat. Aber hier gibt's niemanden. Was haben wir denn da? Steintafel. Nehmen wir mit. Wir brauchen kein altes Wissen, aber... Man weiß ja nie, man weiß ja nie. So. Speichern wir das gleich mal im Köpflein. Haben wir schon altes Wissen 24, na immerhin. Das könnte ja schon fast für irgendwelche Zauber reichen oder für irgendwie ein bisschen Mana oder so. Ich weiß gar nicht, ist altes Wissen fürs Mana zuständig? Müsste ja, oder? Ist ja quasi die Zauberkraft. Ach, jetzt wird das Gehacke wieder etwas penetranter. Aber nun gut. So, hier im Norden scheint aber auch ansonsten nichts weiter zu sein an Minen, ne? Deswegen würde ich sagen, Geld an und ab dafür. Und schon sind wir da. Waffe weg. Ja, ist ja gut. Reg dich doch nicht so auf. Ich wollte ja bloß mal wieder hier hinlegen, damit ich die gleich schnell ziehen kann, wenn ich sie brauche oder so. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Zu Samuel, oder? Zu Samuel Jackson. Apropos Samuel Jackson, wenn ihr dem Typen bei Twitter folgt, der ist ganz, ganz übel. Jetzt während der Olympischen Spiele hat er so dermaßen rumgespammt wie ein Geisteskranker und vor allen Dingen schreibt er wie ein Teenager aus der Bronx oder so reden würde. Und wo ist jetzt eigentlich hier? Ach Mensch, die Stadt verwirrt mich. Ich mag die nicht. Da ist bloß der Brix. Bong Brix. Ach, da haben wir doch Samuel, mein Freund. Das hat uns gerade noch gefehlt.
Ich habe mir die unerschlossene Mine im Norden von Geldern angesehen. Die Mine dürfte jetzt sicher sein. Gute Arbeit. Ich werde sofort alles weitere veranlassen, damit das Schürfen beginnen kann. Mich kann man gut gebrauchen, Fremder. Hier ist dein Sold. Könntest damit anfangen, mir eine Hacke zu geben? Oder hast du vielleicht welche hier? Zeig mir deine Ware. Oh Gott, ich erkenne das so schlecht. Die Sonne, die ist so frech. Aber sieht nicht so aus, nee. Na gut, dann halt ohne Hacke. Dann müssen wir das mit den Händen abgraben. Und müssen wir denn jetzt noch irgendjemandem Bescheid sagen wegen Ivan? Oder hat sich das jetzt erledigt? Als wenn das so einfach wäre. Ja, Brix. Bei dem kann man auch gar nichts hier... Wozu sind die eigentlich da? Die beiden Hände. Also zum Greifen natürlich, aber... naja, egal. Oben jemand? Ja, hallo Perator, noch ein Alchemist. Wenn sie dich geschickt haben, mir zu sagen, dass es schneller gehen soll. Wie bitte? Schon gut. Ich dachte, du wärst hier, um die nächste Lieferung an die Orks einzufordern. Ach, überall dasselbe. Was lieferst du den Orks? Ach, ich will gleich gehen. Was will ich schon für die Orks machen? Tränke natürlich. Dieses kriegerische Volk hat einen unmenschlich hohen Verbrauch an Heil- und Mana-Tränken. Tja, die kämpfen halt auch, ne? Kennst du einen Sklaven namens Hamil? Den kenne ich nicht. So, so. Na, sowas? Ja gut, ich gebe zu, ich kenne den Kerl. Er arbeitet für mich. Das ist ja sehr schön zu wissen, mein Freund. Dann wirst du wohl nicht mehr lange existieren. Der nächste Galgen ist deiner. Oder der nächste Block, auf dem dann dein Kopf abgeschlagen wird oder so. Mal schauen. Du beauftragst einen Sklaven für dich zu stehlen? Das tut er ja nicht nur für mich. So viel ich weiß, verkauft er den geklauten Krempel auch selbst. Das ist schon mal korrekt, das stimmt. Hier. Hast du keine Angst, dass die Orks Hamil und dir auf die Schliche kommen? Nein, die Orks brauchen mich hier. Hamil ist der Einzige, der etwas zu befürchten hätte. Der ist entbehrlich. So, so. Bist ja sehr von dir überzeugt, mein Freund. Kannst du mir Tränke verkaufen? Nicht nur das. Ich habe auch einige seltene Artefakte. Das ist schön, bla bla bla, ja, ich will was sehen hier, zeig mal her. Zeig mir deine Ware. Was haben wir denn da Tolles? Ausdauerkampf, ist immer dasselbe, Mensch, ist doch langweilig. Nie was Besonderes hier, ja, Stärkering plus 5, den habe ich auch so. Ein Spaten. Ja, aber keine Hacke, ne? Hier hat niemand eine Hacke, es sind alles bloß Spaten. So, aber den hier wollte ich verkaufen, genau. Und das da. 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 Genau. Mensch, wir haben Gold. Wir haben Gold. Über 30.000. Hossassa. So, dann können wir jetzt erstmal hier Bescheid sagen gehen. Halt. Aber erst lesen wir eine Runde. Lesestunde. Das kenne ich schon. Was? Gar nicht wahr. Niemals kennst du das schon. Grandios abgerollt, mein Freund. Das sah sehr schön. Ach, hier waren wir ja noch gar nicht drin. Sah sehr schön aus, wollte ich sagen. Ach, wie schön. Du musst weiter. Da. Hier liegt das Gold offen rum. Ist das nicht wundervoll? Sind das hier bloß Goldpokale oder was? Halt, da stand's gerade. Ja. Nun gut. Hallo. Ich brauche Schwefel. 5 Stück. Wer braucht das nicht? Verarsch mich nicht, Mora. Bring mir Schwefel, sonst mache ich dir Beine. Aber lass dir nicht einfallen, die unbehandelten Schwefelbrocken anzuschleppen, klar? Was auch noch extra Wünsche? Ich fasse es ja nicht. Zeig mir deine Ware. Wie jetzt? Ich kann hier Schwefel kaufen und es ihm dann wieder geben, weil er das will? Ja. Genau. Wie auch immer, ach, die Orkschlechter kann ich eigentlich auch verkaufen. Die sind ja schon abgenutzt, sehe ich gerade. Komm, weg damit. So, haben wir gleich noch den nächsten Auftrag hier zwischendurch hinterhergeworfen bekommen. Und jetzt wird es doch schon wieder ganz schön haarig hier. Ui, 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 ui. Ich glaube, die Platte ist voll. Von daher würde ich sagen, meine lieben Freunde, den alten Alchemisten drin stecken wir nicht ein. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es war jetzt bloß ein kleines Intermezzo, mal um wieder ein paar Folgen zu haben. Von daher gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tüdelü und tschüss und winke winke. Tschüss.